Ich habe immer schon mein eigenes Ding gemacht. Ich finde, es ist auch schön, wenn man eine stolze Frau ist. Ich würde gar nicht sagen, dass ich unbedingt was an mir verändern möchte, einfach weil ich dann ja auch nicht mehr ich selbst wäre. Wir müssen ja nicht alle gleich sein. Also ich finde es so blöd zu sagen, Schönheitsfehler. Also es ist ja kein Fehler. Ich habe ungefähr alles gekauft, was man ja frei verkäuflich erwerben konnte. Man denkt immer, ach, mit 20 hört das auf, dann habe ich gar keine Hautprobleme mehr. Mit 20 denkt man dann, mit 30 nicht mehr. Seit ich die Produkte von Paula's Choice benutze, würde ich schon sagen, dass ja, ich mich viel wohler in meiner Haut fühle. Für jedes Hautproblem gibt es ein Produkt. Ich habe super viele Paula's Choice Beauty-Geheimnisse. Ich gehe heute mit meiner Haut viel selbstbewusster um. Also ich schmink mich immer noch gerne, aber dann ist das immer nur zum Optimieren und nach Lust und Laune und nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, dass ich es muss. Wenn du Selbstbewusstsein ausstrahlst, wenn du lächelst, das ist es, was Leute sehen.